Guckt euch mal bitte das Plot an. Wie soll ich hier einen Knopf finden? Was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um einen User, der ein Plot hat, was seltsam ist. Das Plot hier gehört auch direkt ihm. Man sieht, hier ist alles zugewachsen. Hier ist ein kleines Feld, hier sind Bäume, hier ist ein kleiner Fluss, hier ist ein Berg und so weiter und so fort. Und der User schreibt in den Chat, dass man nicht zu seinem Plot soll. Ich weiß nicht warum. Ich will es auch gar nicht wissen, was er eigentlich hier hat. Nur, ich dachte mal, das ist die perfekte Gelegenheit, die Aufnahme zu starten. Wir können uns ja als allererstes mal hier ein bisschen umschauen. So, hier ist so eine kleine Höhle. Hier ist ein Fluss. Hier sind, wie gesagt, Bäume. Also hier ist eigentlich nichts Besonderes bei diesem Plot. Und was auch immer das hier sein soll, ich weiß es nicht. Hier ist halt echt gar nichts Besonderes. Wir werden nur direkt von Firestorm. Ist das hier der... Das ist der Plotbesitzer. Ey, geh runter. Okay. Wieso das? Wir gehen jetzt am besten einfach mal vom Plot runter, wenn er das will. Also ich meine, wir waren nur auf seinem Plot drauf. Das ist privat. Ja, aber wir können doch alle auf fremde Plots gehen. Was ist denn dabei so? Aber ich kann doch einfach drauf gehen. Das Ding ist, es ist halt keiner vom Plot gebannt. Niemand darf hier drauf. Okay, wieso das? Genau das meine ich nämlich. Dieser User benimmt sich einfach komisch so auf Durchrasten. Und dann schreibt er solche Sachen in den Chat, weil das mein Garten ist. Okay, wir dürfen nicht seinen Garten betreten, verstehe. Aber ich habe doch Rechte, um hier drauf zu kommen. Aber ich verbiete es dir, sonst melde ich dich. Was? Er kann mich doch nicht melden, nur weil ich auf seinem Plot bin. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, du bist in meinen Garten gegangen. Ist hier denn irgendwas besonders? Also ich meine, wenn man nicht auf seinen Garten gehen soll, dann sollte man nicht in den Chat schreiben, dass man hier nicht drauf soll, so. Weil dann, so kommen halt nur User zu euch und betreten euer Grundstück, so. Und da ist gar kein Sinn vorhanden. Nein, das ist ein Garten. Darf ich mir den mal anschauen? Also vielleicht dürfen wir ja den Garten anschauen und trotzdem mal drauf gehen, wenn er es uns erlaubt, so. Weil mich würde halt echt interessieren, was bekomme ich dafür? Also stopp mal jetzt. Ich will sein Plot einfach nur anschauen, so. Ich will einfach sein Plot betreten. Und er sagt, was bekomme ich dafür? Nichts. Dann bekommst du auch nichts. Ja, ich will doch nicht mal was haben. Ich möchte das Plot betreten. Ich möchte nichts haben. Ich möchte nur das Plot betreten. Also für alle, selbstverständlich bin ich mit dem Undercover-Account hier bei dem Plot und nicht mit meinem richtigen Nuzenox-Account. Nur unter einer Bedingung. Welcher? Du musst etwas finden. Was muss ich denn finden? Jetzt gibt er mir sogar noch Aufgaben. Ich möchte doch einfach auf seinen Plot. Ich meine, rein theoretisch könnten wir einfach auf seinen Plot drauf, so. Aber dann ist er hinterher sauer und geht wirklich in den Support, so. Du musst einen Knopf finden. Den habe ich verloren. Guckt euch mal bitte das Plot an. Wie soll ich hier einen Knopf finden? Wie verloren? Wie kann man denn einen Knopf verlieren? Also jetzt mal unter uns, hier bei dem Plot, ich finde nie im Leben einen Knopf so. Also jetzt mal unter uns, ich finde hier bei diesem Plot nie im Leben irgendeinen Knopf. Ich habe vergessen, wo ich ihn hingetan habe. Ist der hier auf dem Plot? Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, ich suche den einfach mal. Also, wir gehen jetzt einfach mal auf den Plot und suchen den Knopf, den er verloren hat. Das Ding ist, warte mal, stopp mal. Ich frage ihn erstmal, hast du den gesetzt oder gedroppt? Weil wenn er ihn gedroppt hat, kann es sein, dass das Item schon weg ist, so. Und wenn er ihn gesetzt hat, dann kann man ihn auf jeden Fall finden. Also ich denke, es wird lange dauern, aber man kann ihn finden. Ich glaube, gesetzt. Okay, das sind gute Voraussetzungen. Wir suchen ihn einfach mal. Das Ding ist halt, hier ist alles voller Wiese, so. Wäre diese Wiese nicht da, wäre es halt einfacher. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier runter. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ist das, welche Farbe der Knopf hat, so. Warte mal. Welche Farbe hat der Knopf? Er ist aus Stein. Okay, wenigstens eine Sache, die er vernünftig weiß. Das Ding ist halt, hier ist halt, ich weiß nicht, im Wasser würde man ihn wahrscheinlich sofort sehen, so. Weil dann so eine Wasserlücke da irgendwie wäre. Ihr wisst, was ich meine. Aber das Ding ist, wo soll hier ein Steinknopf
platziert sein, so. Hier ist halt echt gar nichts, so. Wisst ihr, wie ich meine? Hier ist einfach nur Wiese, Holz, Wasser und ein bisschen Stein, so. Aber so ein Knopf, hier ist auch kein Knopf. Das Ding ist, ich frag mal, was das hier hinten ist. Was ist das hier? Weil mich triggert das gerade so hart und ich will unbedingt wissen, was das ist. Das ist ein Brunnen. Ein Brunnen, der umsteht. Okay. Wir lassen ihn mal dabei. Er ist magisch. Okay. Ich hinterfrage das am besten einfach gar nicht mehr. Man sollte viele Dinge im Leben einfach nicht hinterfragen. Das Ding ist, ich glaube, ich finde diesen Knopf halt echt nicht so, weil hier ist wirklich alles zugewachsen. Also nie im Leben finde ich den Knopf. Sicher, dass er den Knopf hier auf dem Plot platziert hat und nicht bei irgendeinem Freund oder so? Vor allen Dingen, wieso macht er nicht einfach einen neuen? Bau doch einfach einen neuen Knopf. Nein, das geht nicht. Okay. Jetzt ist hier sogar noch ein Spieler. So, es sind jetzt, glaube ich, schon 15 Minuten vergangen und ich habe diesen Knopf nicht gefunden. Ich werde weitersuchen, einfach um herauszufinden, was es mit dem Knopf auf sich hat. Das Ding ist, Freunde, ihr wisst nicht, wo der Knopf war. Ich habe alles abgesucht, wirklich alles, und der Knopf ist einfach hier. Einfach hier. Habe den gefunden. Das Ding ist, wollen wir den einfach mal drücken und sehen, was passiert? Warte mal. Also heißt das, at A geschrieben, hör auf, ich habe nichts gemacht. Oh nein, hä, was hat der Knopf jetzt auf sich? Darf ich hier rein? Niemand darf rein. Warum denn nicht? Das ist geheim. Kann man nicht eine Ausnahme machen bei mir? Das Ding ist, da müsste da ja irgendwas Krankes drin sein. Einfach, wenn er da keinen reinlässt, so. Na gut, aber nur weil du ihn gefunden hast. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir drücken den Knopf einfach mal. Wir müssen hier drauf, ne? Ja, stimmt. So, oh mein Gott. Was ist das? Hier ist... Was? Das Ding ist, er hat oben einfach nur Bäume und alles ist zugewachsen. Und hier hat er so seine Base. WTF. Das ist hier, okay. Hier sind Truhen. Hier ist eine Küche oder so. Das Ding ist, wir gehen jetzt einfach mal hier gucken. Okay, das ist dann wohl einfach sein Bett. Hier ist wohl nichts Besonderes drin. Okay. Schöne Base. Aber was soll hier so besonders sein? Danke, kannst du wieder gehen? Das Ding ist, ich war noch nicht in diesem Raum hier. Und hier sieht man halt nur so ein Gemälde. Und nichts anderes. Was ist hier drin? Hier ist nichts Besonderes. Geh einfach. Ich möchte gerne wissen, was hier ist. Wenn er schon so ankommt, dass ich gehen soll, bei der letzten Tür, die er bei sich in der Base hat. Ich möchte das aber nicht. Eine Ausnahme. Ich habe deinen Knopf gefunden. Okay, hier ist wieder eine Tür. Und hier ist dann, hier ist einfach nur eine weitere Tür. Das war's. Stopp mal. Nein. Da ist noch eine. Das Ding ist, wir sind jetzt einfach hier reingekommen und dürfen nicht weiter, oder wie? Ich möchte hier rein. Aber du wolltest durch die Türe und ich habe dich schon durchgelassen. Ja, das ist richtig, aber ich will durch die andere Türe auch noch. Aber ich möchte auch durch diese Türen. Aber nur noch diese, okay? Okay, nur diese. Ich denke mal, ich hoffe, das ist die letzte Tür und er hat nicht wie... Okay, hier sind wie... Nein, also jetzt mal wirklich... Was ist das da hinten, ne? Was ist das? Wieso baut er? Was macht er da? Probiert er gerade, die letzte Tür zu verstecken? Warte mal. Warte. Hat er jetzt nicht gemacht? Ich weiß doch, dass da jetzt eine Tür ist. Ich habe doch gesehen, dass da eine Tür ist. Da ist nichts. Doch, natürlich. Aber das ist wirklich geheim. Ja, ich bin auf Geheimmission. Was? Vielleicht glaubt er uns das ja. Bist du ein Agent? Selbstverständlich. Wir geben uns jetzt einfach mal als Agent aus. Als Agent Steve, um herauszufinden, was da drin ist. Na gut, okay, dürfen wir jetzt rein? Darf ich rein? Nur eine Minute, okay, perfekt. Jetzt macht er das hier, aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Stopp mal. Was
ist das Server Hashtag 213 DMAS J4N. Was? Was ist das? Das sind die Geheimserver. Für was? Das Ding ist, das ist halt so voll geschützt. So Glas ist das, glaube ich, hier. Dann noch so Gittern. Welchen Sicherheitsgrad hast du? Und wo ist dein Ausweis? Ah, wir haben uns als Agent ausgesetzt. Was macht der da? Habe ich vergessen. Das Ding ist, ich weiß nicht, was es ist oder ob er uns das überhaupt sagen wird. Also mich würde das auf jeden Fall mega interessieren, was der hier überhaupt vorhat. Geh raus. Warum? Du bist kein Agent. Doch, natürlich. Vielleicht hätten wir uns nicht unbedingt als Agent ausgeben sollen, so. Ich glaube dir nicht mehr. Okay, dann verlassen wir mal ganz schnell das Haus hier und sind nie hier gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal in den Game Mode 3 und schaue mir das Ganze nochmal hier an. Also, das ist also sein Grundstück und so sieht seine Base aus. Das Ding ist, was soll das hier hinten sein? Also, ich verstehe nicht, was er damit vorhat. Also, schaut euch mal an, wie krank geschützt das ist so. Jetzt baut er die Gemälde auch wieder ab so. Also, das ist ja mal mega krank. Folgendes, wenn ich mit meinem Nuzenox-Account nochmal hier auf dem Grundstück vorbeischauen soll und die nochmal zur Rede stellen soll, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und damit beende ich dann auch das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich würde trotzdem interessieren, was das jetzt ist, was seine Mission ist. Vielleicht finden wir das dann anders mal noch heraus. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt am besten noch einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein!